Hallo und herzlich willkommen bei Aquatotal, dem Aquaristikkanal. Heute freuen wir uns ganz besonders, euch zu zeigen, wie wir ein neues Becken einrichten. Das Becken steht in unserem noch fast leeren Aquariumregal und soll schon bald Erbsenkugelfische beheimaten. Abonniere Aquatotal, wenn dir unsere Videos gefallen. Viel Spaß beim Zuschauen! Heute zeigen wir dir die Entstehung unseres neuen Erbsenkugelfischbeckens. Ohne Umschweife starten wir hier mit der Technik, die ins Becken eingebaut werden soll. Die Aufsatzlampe wird das offene Becken später ausleuchten, ohne selbst optisch zu sehr im Vordergrund zu stehen. Beheizt wird das Becken mit dem Platinum 75 Heizer. Heizer und Lampe sind genauso wie der AquaPad Mini von AquaAle. Mit dem AquaPad Mini werden wir später den Bodenfilter betreiben. Für den Bodenfilter haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Dazu später mehr. Auch bezüglich Hardscape und Bepflanzung haben wir uns vorab einige Gedanken gemacht. Als Grundlage für einen kleinen Felsen werden Lavasteine dienen. Im Zoohandel haben wir bereits ein wenig ausprobiert, wie wir diese positionieren können. Ziel wird es sein, die Steine so zu stapeln, dass wir den optischen Eindruck eines von Wurzeln bewachsenen Felsens erwecken. Auch das haben wir im Laden ausprobiert, um eine Wurzel passender Größe zu finden. Die Idee dahinter ist, neben einem schönen Aquarium auch Versteckmöglichkeiten für die Bewohner zu schaffen. Bei der Bepflanzung des Beckens fiel unsere Wahl wieder auf relativ anspruchslose und verhältnismäßig pflegeleichte Pflanzen. Das Christmas Moos soll später auf den Wurzeln wachsen. Die Anubias bateri wird entlang einer der Wurzeln später aus dem Felsspalt herauswachsen. Die beiden grasartigen Pflanzen Sagittaria subulata und Eliocaris pusilla werden wir entlang unterschiedlicher Zonen des Beckens einpflanzen. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Mal wieder starten wir mit der Reinigung unseres Beckens. In der rechten hinteren Ecke soll der Bodenfilter eingebracht werden. Wir möchten vermeiden, dass hier Sand, der später als Bodengrund dienen soll, oder Pflanzenwurzeln die Filterleistung vermindern. Deshalb richten wir hier eine abgetrennte Ecke für den Filter ein. Hierzu haben wir zwei 4 cm große Glasstreifen zuschneiden lassen. Diese werden hier nun an den Rändern mit Aquadicht versehen. Der hier verwendete Aquariumsilikon ist super geeignet, um das Glas im Becken zu befestigen. Die beiden Glasbegrenzungen werden leicht angedrückt. Natürlich muss hier auf den passenden Abstand geachtet werden. Die Klebereste, die sich zu den Seiten hin herausdrücken, können mit dem Spatel glatt gestrichen werden. Das Aquariumsilikon muss bestenfalls eine ganze Woche aushärten. Bei uns waren es ehrlich gesagt nur 24 Stunden. Anschließend muss das Becken mit Wasser befüllt und mehrmals innerhalb von 24 Stunden ein Wasserwechsel erfolgen. Fertig ist die separate Ecke für den Bodenfilter. Hier werden wir später weiterarbeiten. Als nächstes steht die Befestigung einer selbstklebenden Hintergrundfolie an. Hierzu wird die Rückwand des Aquariums einfach leicht mit der Sprühflasche befeuchtet. Mit Spatel, Lineal oder Kundenkarte kann die Folie schön glatt gestrichen und luftblasenfrei angeklebt werden. Jetzt ist das Becken bereit. Es kann auf einer Schutzmatte an seinem finalen Standort positioniert werden. Nun sehen wir, ob der Bodenfilter richtig ausgemessen wurde. Wie du siehst, passt er perfekt in unsere Glasecke.
Über den Bodenfilter kommt nun weder Sand noch Bodengrund. Stattdessen befüllen wir die Filterecke mit BioHome BioGravel Filtermedium. Den Link zu BioHome findest du in der Videobeschreibung. Du hast vielleicht schon gesehen, dass wir BioHome auch in anderen Filtern als Filtermedium verwenden. Da wir hiermit gute Erfahrungen gemacht haben, verwenden wir es nun auch zum ersten Mal im Zusammenspiel mit einem Bodenfilter. Weiter geht es mit dem Bodengrund. Hier verwenden wir verschiedene Komponenten. Als Untergrund starten wir mit dem ADA Power Sand. Dieser enthält anorganische Bestandteile, die für unsere Pflanzen als Dünger dienen. Die Düngefunktion des Bodengrundes steht für uns aber im Hintergrund. Für aufwendigere Aquascapes ist sie aber sicherlich eine super Sache. Für uns steht die poröse Struktur des Bodengrundes im Vordergrund. Hierdurch können sich nützliche Bakterien wunderbar ansiedeln. Sie sorgen später dafür, dass Ausscheidungen und Futterreste in für die Pflanzen verwertbare Stoffe umgewandelt werden und das Wasser nicht zu sehr belastet wird. In der hinteren linken Ecke füllen wir noch ein wenig herkömmlichen Aquariumkies auf. Hier soll nachher unser bewachsener Felsen Platz finden. An dieser Stelle wird nun die Technik ins Aquarium eingebracht, denn die Kabel sollen möglichst unauffällig hinter dem Regal verstaut werden. Heizer, Aquapad Mini und CO2-Zufuhr sind ganz einfach anzubringen. Die Kabel werden hinter das Regal geführt. Die Mehrfachsteckdosen verstecken wir ebenfalls im Regal unterhalb des Beckens. Zurück zu unserem Becken. Im vorderen linken Bereich des Beckens möchten wir später einen kleinen Bereich schaffen, in dem sich die Erbsenkugelfische im Sand vergraben können. Deshalb befreien wir den Bereich mit einer Spatel vom dort verteilten Bodengrund. Endlich kann es nun mit dem Hardscape losgehen. Die Lavasteine werden so gestapelt, dass sie möglichst viel Halt haben. Dank der Fotos, die wir nach ganz viel Ausprobieren im Zoohandel gemacht haben, geht das einigermaßen leicht von der Hand. Eine Kokosschale als Höhle für die Fische wird auch noch zwischen den Steinen verbaut. Die Wurzeln passen wie geplant zwischen und über die Steine. Das vorläufige Ergebnis siehst du hier. Sicher hast du auch schon erkannt, dass der Heizer aus optischen Gründen noch einmal umpositioniert wurde. Die Wurzeln müssen wir zum Bepflanzen mit Christmas Moos noch einmal aus dem Becken nehmen. Befestigt wird das Moos ganz einfach durch Umwickeln der Wurzeln mit einem schwarzen Bindfaden. Das Moos befeuchten wir noch etwas mit der Sprühflasche. Es wird nämlich dauern, bis Wasser ins Becken gefüllt wird. Die mit Moos bepflanzten Wurzeln werden nun wieder ins Becken eingesetzt.
Zeit für die Einrichtung der nächsten Zone des Beckens. Im vorderen linken Bereich sollen die Fische neben ihrer Höhle einen Bereich vorfinden, in dem sie sich in den Sand eingraben können. Der Sand wurde zuvor gründlich mit Wasser abgespült. Nun wird er mit einem Esslöffel im gewünschten Bereich aufgeschichtet. Damit sich der Sand absetzt, besprühen wir ihn ein wenig mit Wasser. Parallel sorgen wir mit einem Spatel für die Begradigung. Auch diesen Bereich versuchen wir ein wenig zu begrünen. Ob das feine, grasartige Gewächs im Sand anwächst, wird sich mit der Zeit zeigen. Sicher sind wir uns da nicht, wir möchten es aber darauf ankommen lassen. Als nächstes pflanzen wir die Anubias ein. Sie hat sich zu einer unserer liebsten Aquariumpflanzen entwickelt. Hier lassen wir sie unter der Wurzel aus dem Felsspalt herauswachsen. Das gefällt uns optisch sehr gut. Hinter unserem Felsen pflanzen wir noch Vallisneria nana ein. Vorher haben wir den Bodengrund mit Aquariumkies aufgefüllt. Die Vallisneria nana wächst etwas höher als die anderen grasartigen Pflanzen. Deshalb eignet sie sich super für den Hintergrund. Fehlt nur noch der vordere rechte Beckenbereich. Hier verwenden wir eine Mischung aus Aquariumkies und Sand, um den Bodengrund aufzufüllen. Praktischerweise lassen sich so einige übrig gebliebene Materialien verwerten. Als kleiner Sichtschutz pflanzen wir angrenzend an den Filterbereich Sagittaria subulata. Damit kann das Becken endlich mit Wasser befüllt werden.
Starterbakterien in Form von Bakterienbällen fügen wir auch noch hinzu. Sicher kein Muss, da bis zum Einzug der Fische noch Wochen vergehen werden. Da uns die Bälle aber noch zur Verfügung standen, wollten wir sie an dieser Stelle auch nutzen. Einer der letzten Schritte besteht nun darin, die CO2-Flasche anzuschließen. Ein paar Dinge werden bei der Gelegenheit noch einmal umarrangiert. Dann sind wir völlig zufrieden mit dem Gesamtbild des Beckens. Auch der CO2-Dauertest wird noch im Becken befestigt, um den CO2-Gehalt des Wassers im Blick zu behalten. Und damit ist das Becken fertig und du kannst endlich sehen, wie es unmittelbar nach Einrichtung und Inbetriebnahme aussieht. Wir finden, es hat sich gelohnt. Im Bereich hinten rechts befindet sich der Bodenfilter mit BioHome. Hinten links befindet sich der optisch sehr schön bewachsene Felsen. Er bietet viele Versteckmöglichkeiten. Er ist grün bewachsen und wir hoffen, dass die Pflanzen genauso wie der Filter für eine ausreichende Wasserqualität sorgen werden. Im vorderen Bereich des Beckens können sich die Kugelfische nach Lust und Laune im Sand verstecken. Gefällt dir das Becken genauso gut wie uns? Hoffentlich hat dir auch das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns immer sehr. Abonniere unseren Kanal und schau freitags mal vorbei. Vielleicht gibt es ein neues spannendes Video bei Aquatotal, dem Aquaristik-Kanal.